Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und natürlich herzlich willkommen zu meinem Adventskalender Türchen Nummer 3. Genau, wir machen gemeinsam wieder meine beiden Türchen auf, jeweils von Maybelline und Schön für mich Kalender. Ich freue mich schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird relativ zügig gehen, dass der Kalender immer leerer wird. Die Zeit, die verrennt und ja, ich fange einfach mal mit dem Schön für mich Kalender einfach mal an, ohne viel rumgebabbele, denn ja, ich bin selber gespannt, was dort in diesen Türchen verbirgt. Und wir haben ja hier diese zwei Türchen, das seht ihr ja, die offenen, und ich möchte gerne Türchen Nummer 3 öffnen, wenn ich sie finde. Die habe ich jetzt leider nicht so schnell im Auge. Ah, hier oben. Hoppala, das war jetzt aber ganz schön knapp, dass die Kamera jetzt fast umgekippt ist. Entschuldigt bitte. Auf jeden Fall hier bei dem Schriftzug Schön ist Kalendertürchen Nummer 3. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Einen Moment. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich müsste einmal kurz abbrechen, weil irgendwie klemmt das Produkt, was ich hier drin habe. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte, dass es etwas länger gedauert hat. Ich glaube, bei euch nur eine Sekunde, bei mir ein paar Minütchen, weil ich kriegte dieses Produkt nicht raus. Und zwar habe ich ein Beauty-Produkt. Und ich lege das jetzt mal im Kalender auf den Boden. So. Damit er mir hier nicht im Wege steht. Vor allen Dingen, ich brauche euch ja eigentlich nicht zeigen, wie der Kalender jetzt jedes Mal aussieht, denke ich mal. Aber dann kann ich euch nur so zeigen, wie die Produkte aussehen. Ne? Also wenn ich jetzt Türe jetzt live öffne, kann ich das ja machen. Dann kann ich das nur auf den Schoß legen, euch die Türen zeigen, weil dann geht das ja relativ schnell. Weil dann wird das ja auch auf Dauer natürlich langweilig. Ja, ich habe hier ein Zettelchen, die Türchen Nummer 3. Für deine kleine Verwöhnpause. Und das ist eine Ampulle. Und zwar ist das die Isana Konzentrat Verwöhneffekt für jeder Hauttyp. Ja, sieht man jetzt nicht, weil ich ja mit dem Kenlecria arbeite. Und ich habe ja schon mal so was Ähnliches mal gekauft von DM oder Rossmann auf jeden Fall. Das ist so ein Glasfläschchen und dann muss man hier diese Kappe abbrechen. Am besten ist, man nimmt sich ein Tuch und bricht das ab, weil es könnte auch sehr scharfkantig sein. Und ich bin ja mal richtig gespannt, wie der hier ist. Es ist halt nur so ein schönes Konzentrat für die Haut. Und dann muss ich gleich mal gucken, wo ich die so lange hinlege, ne, weil das ist schon ziemlich winzig. Muss ich mal gleich schauen, wo ich das mache. Entweder im Körbchen, im Pflegeturm oder, ja, Türe ist auch auf, also da hinten, ne, hinter dem, neben dem Spiegel hier, ne. Muss ich da mal gucken, ob ich da ein Plätzchen für finde. Und, ja, und jetzt zeige ich euch meinen Maybelline-Kalender, da brauche ich auch nicht die Türen zeigen. Also die Türe ist eine längliche Türe. Die machen wir auch direkt auf ohne Umschweife. Also das ist jetzt die Schön für mich Variante. Und das ist jetzt Maybelline, was ich euch zeige. Ist vielleicht so ein Lippenstift, Lipgloss, Mascara, Lidschattenstift. Kajal, eventuell, man weiß es nicht. Deswegen lasse ich mich gerne überraschen.
Oh ja, das sieht aus wie eine Mascara, also da steht auch nichts. Das ist die Nummer 3. Das sieht wirklich aus wie eine Mascara und die klemmt genauso hier. Und die andere, das andere Produkt, ich hatte ja letztens gesagt, das liegt locker in diesen Fächern, was eigentlich nicht so gut ist. Aber das werdet ihr ja in der Review dann irgendwie feststellen, wenn ich das erzähle. Das ist eine Maybelline Silk Sensational Base Day Mascara. Achso, Primer Mascara. Müsste ich mal drehen, ne? Also Lash Sensational Primer Mascara. Das finde ich auch total cool. Das heißt, ah ja, genau, das ist so eine weiße Mascara. Das macht man halt auf die Wimpern und dann bestimmt, dass die manche Mascara, die nicht so schön den Schwung halten oder so, oder voluminöser erscheinen lassen oder langanhaltender machen lassen, gibt es bestimmt so eine Sensational Primer Mascara. Und ja, das tue ich dann auch direkt hier in meine Mascara-Box und dann teste ich das auch mal aus, wenn ich mich dann wieder schminke. Ja, meine Lieben, das war's. Das war mit Unterbrechung auch ein sehr, sehr kurzes Video. Morgen kommt natürlich das nächste Türchen. Also seid gespannt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid neugierig, was die nächsten Türen so mit sich bringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.